Also im Winter war Schlitten fahren am Giesinger Berg hinten runter wahrscheinlich eines der schönsten, wo es gegeben hat. Und mit einer ab und zu Flutlichtanlage gebracht, bis wir heimgegangen sind. Heinz Haftmann, 73 Jahre und ich bin an der Cannabisstraße aufgewachsen. Und vor allem der Giesinger Berg, ja, war nicht bewachsen wie jetzt mit den Bäumen, sondern es waren Wiesenhänge und nur ganz vereinzelt war mal ein Baum dazwischen. Es war die Nachkriegszeit und da war natürlich das Leben für die Kinder ganz anders eigentlich als heute. Wir hatten in den Ruinen Spielplätze zur Verfügung, da kann sich kein Kind vorstellen, wie schön das gewesen ist. Oder gemeinsam zum Baden gegangen, oder auch im, hat man früher auch können, im Auermühlbach baden, das geht ja heutzutage gar nicht mehr. 60er Stadion hat sich angeboten, vor allen Dingen auch später noch, da kannst du dich also wirklich für uns überlegen, jetzt ist in einer Viertelstunde fangen, also Sprühen, okay, gehen wir dann auf oder gehen wir nicht auf, weil der Andrang, wo heute ist, war damals nicht. Mathilde Grübel, 75 Jahre. Nach der Geburt war ich gleich in der Peißenbergstraße. Das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Bad. Wohnküche war ein Sofa, ein Küchentisch, drei, vier Stühle. Dann war ein kleiner Spieltisch für meinen jüngeren Bruder noch und ein Herd, wo man am Herd noch gekocht hat, kein Gasherd, kein Elektro. Und im Eck war ein Ausguss, wo wir Wasser hatten. Ja, ich meine, die größeren Häuser und der Straßenbau. Und also, es hat sich schon viel verändert. Also da, und dann natürlich auch mehr Leute, aber gemütlicher war es vorher.